Hallo und moin moin. Oh, Teufelchen Spock ist auch wieder dabei. Wo wir gerade waren. Ja. Bisschen hoch. Bisschen nach rechts. Weiter, 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 weiter. Rechts. So, Bin. diese Richtung. Der Okay. langsame Pfad voraus. Stopp mal, guck mal nach unten. Da Ah, liegt. das ist das, okay. Was Ja, ist. ja. Das ist das Moped. Achso, das haben wir aber ja schon. Genau, das würde jetzt nur Titan bringen. Ja, okay. Hier in dem Gebiet müsste jetzt das Magnetit sein. Okay. Ich habe nur keinen blassen Schimmer, wie das jetzt aussieht. Ich fahre hier mal so ein klein bisschen um den Berg rum. Da liegt auf jeden Fall ein Stein, das könnte aber Quarz. Salz, Quarz. Das Magnetit hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Quarz. Aha. Sollte ich vielleicht doch mal gucken, ne? Moment, ein Stück höher. So. Ich gehe mal gucken. Nee, das ist Quarz. Das ist Ich dachte, definitiv. das. Ich kann hier Gehen wir mal mal rein. aufschlagen. Na. Kupfer. Wir können immer noch wegschmeißen, dann schmeißen wir Titan raus oder so. Oder Salz. Schwimm mal an Bord. Ja, ich gehe mal an Bord, genau. Ups. Ups, komm. So, jetzt machst du dein Inventar auf. Ja. Ja, wenn wir. Schraubenschlüssel. Moment, Schraubenschlüssel. Oben. Ach so. Okay. Können wir denn hier nicht auch einen Schrank reinbauen? Nein, Schade. noch nicht. Erst wenn wir den Anhänger für Ja. Transport haben. Ja, okay. Fahren wir ein bisschen höher. Weiter. Was suchst du denn? Verrate ich dir nicht. Dann mal runter scrollen bis ganz runter. Ja. Bisschen hoch. Weiter. Nee. Oder? Doch, geh mal auf diesen Chip da oben. Den Sichtfeldchip. Ja, siehst du, rechts ist jetzt das Magnetit. So Ja. sieht das aus. Ah, das hat so. Ja, okay. Deswegen sagte ich, also es hat gewisse Ähnlichkeiten mit Quarz. Kannst aber jetzt löschen erstmal wieder. Außer dich Ja. anzupinnen. Okay. Ich wollte dir jetzt nur zeigen, wie das Magnetit aussieht. Ja. Okay. Die Richtung war aber jetzt gut, ne? Ja, ein bisschen mehr nach links. Weiter links, weiter links, weiter links. Stopp, da hoppst du jetzt mal rüber. Okay, das mache ich aber mal ohne. So, rechts siehst du jetzt die Plattform. Nee, Quatsch, geradeaus, Entschuldigung. Ja. Hier so lang, ne? Stopp. Jetzt guckst du mal die Plattform an, da siehst du ja diesen Greifarm. Ja. So, und am Kopf des Greifarms, wo der Greifer dran sitzt, darunter ist ein Loch. Aha, genau. Okay. Da fädelst du dich langsam mal ein. Komme ich da durch mit dem Teil? Da komme ich doch nicht durch. Ja, oder du schwimmst da von Hand rein. Ist mir auch egal. Oh Mann, das ist so dunkel. Ja, dann lass auch Licht an. Ich habe nur Angst um unsere Zellen. Hier ist nichts. Das ist einfach nur ein Loch. Nein, schwimm noch mal runter. Ja. Und dann jetzt rechts. Beziehungsweise jetzt hochgucken. Ah, nee, doch nicht. Sah Nee, so aus, als wenn es da weitergehen nee, nee, würde. das ist tatsächlich nur ein Loch. Okay. Da. Geh da mal wieder rein. Gut, das bringt also nichts. Aber die Richtung müsste doch stimmen, ne? Ja, hier so in dem Bereich müsste das ungefähr sein, würde ich mal grob vermuten.
Schwimm mal da in den Canyon rein. Ja. In der Schlucht. Oh. Oh, nein, keine Panik, du bist in einem Boot. Der tut dir nichts. Hauptsache, der frisst das Boot nicht auf. Nö, der kann das Boot höchstens sprengen. Echt? Ernsthaft jetzt? Ja, guck mal auch deinen Schaden an. Oh ja, ich bin aber auch gegen die Wand geditscht. Moment, warum wird mir denn so schummrig? Da ist aber nichts hier. Ich glaube, ich möchte wieder hoch. Ich sehe nichts. Nee, siehst du irgendwas? Nee, ne? Nö. Aber wir gehen nicht hoch, wir gehen runter. Überhaupt. Mann, oh nee. Aber nicht da rein. Ich geh nicht runter. Ja, doch. Gib mal da hinten nicht. Da hinten ist irgendwas. So, und jetzt guckst du mal runter. Was sind das für Knubbel? Haben wir die Knubbel schon? Keine Ahnung. So, und da gehst du jetzt mal rein in das Löschelchen. Oh. Nein, komm, ich will da durch. Mach mir doch das Boot nicht kaputt. Das Reparaturwerkzeug haben wir ja da, ne? Ja. Man muss tatsächlich auf diese Pflanzen aufgucken. Oh, Mann. Nicht da rangehen. Ah, das sind die Bomberfische. Okay. Ja. Ja, ich verschwinde doch schon. Können wir hier raus? Kurz. Oh Mann, das ist aber schwer zu steuern. Moment, ganz vorsichtig. Links. Da rein nochmal. Runter. Hauptsache, wir finden den Weg wieder raus, ohne dass uns das Boot kaputt geht. Moment. Da ist wieder ein Bomber. Nicht. Zurück. Bomberfisch. Hier sind überall Bomberfische. Was ist das? Das ist auf keinen Salz. Fall. Das sieht nach Salz aus. Okay. Ganz zurück oder da wollen wir es da versuchen? Ja, geh schon mal da lang. Ich habe überhaupt kein Gefühl für die Breite und Größe. Das sind überall Bomberfische. Ja und? Das sind diese Knubbel. Ups. Das interessiert mich nicht. Ich sitze auf der Raumstation. Du bist ein fiesen Möpp. Na, natürlich. Ich weiß ja, das ist ja bestimmt nur wieder ein Dings, ne? Das sieht nicht danach aus, als wenn wir das hier finden. Ist das jetzt einfach so offen, das Zeug, ne? Ja. Ohne, dass wir was aufschlagen müssen. Komme ich da durch? Gucken. Das wird eng. Ich glaube nicht. Moment, ich muss hier mal ein Stück höher. Langsam muss ich... Da ist was, was wir noch nicht kennen. Aber die warten nur darauf, mir das Ding zu klauen. Die können dir nichts klauen, weil... Ja. Aber das lässt du mal alles schön in Ruhe. Wollen wir das nicht mitnehmen? Nein. Das musst du aufschlagen. Da ist dann irgendwie Kupfer, Blei, ja. Silber, keine Ahnung, drunter. Okay, ich gehe mal hier durch. Hier so wieder zurück. Da muss man aber wirklich sehr, sehr... Das war mit der Seemotte, fand ich ein bisschen einfacher, weil die nicht so grob hoch war. Okay, ich stoße immer irgendwo gegen. Ich muss raus hier. Da liegt noch was. Ja, verschwinde, ich muss jetzt hier rein. Hau ab, habe ich gesagt. Mann, das kriegt ja Panik, ey. Panik. Jetzt habe ich verloren, wo das Ding war. Das wäre doch vielleicht noch... Einmal um die Pflanze rum. Da, ne? Warte mal. Da ist sie. Da unten links. Ja. Okay, ich muss kurz raus. Kennen. Ah, Fahrzeugstation. Mist. Okay, kurz da wieder hoch. Ja, ich finde die ein bisschen klobig, die Seebahn. Da kommen wir aber mit ganz vielen her. Jetzt geht's erstmal ins Inventar. Ja. Okay. Und trinken. Oh ja, trinken.
zwei, noch einen dritten, ne? Ja, nehmen wir die. Essen haben wir nicht, müssen wir holen nachher. Brauchen wir auch noch nicht. Gut. Da geht's zur Basis, da geht's. Wir müssen nur erstmal hier wieder rausfinden, würde ich sagen. Ja. Oh, über dir ist der Ausgang. Bist du sicher? Oh ja, da, ne? Da, wo das Nest ist, da drüber ist offen. Ja. Wenn ich das richtig noch im Kopf hab. Oh Mann, hoffentlich ist das richtig, was du da sagst. Über dem Nest, nicht neben dem Nest. Moment. Wir sind in einer Höhle. Da müssen wir hin. Oh, das ist aber auch schwer zu steuern. Ja, das ist wirklich... Das waren schon mal 4 Liter von den 20.000 Litern, die wir... hat sich ein LKW vor die Tür gestellt mit 20.000 Liter Baldrian. Moment, wie komme ich da runter? So, mit C war das, genau. So, wir gehen jetzt hier erstmal raus, würde ich sagen. Ich muss das Schiff reparieren. Naja, die Bahn. Das sollte ich vielleicht nicht gerade hier unten tun. So, ich hoffe. Was ist das anstrengend? Was haben wir denn da? Da ist doch irgendwas, was wir noch nicht haben. Warte mal, kann ich denn nicht noch ein Stück, ein Ticken höher? Das kennen wir noch nicht, ne? Nö. Da ist das ja doch kein Fehler. Doch, das ist ein Fehler, ne? Das da unten rechts, ja. Okay. Ich werde jetzt mal kurz ein Stück hier wegschwimmen. Und mal schauen. Kann ich denn von der Bahn jetzt hier aufs Land hüpfen? Ich glaube nicht. Wo sind eigentlich all meine Sachen? Ich gehe... Moment, ich gehe jetzt mal raus und reparieren, ne? Würde ich sagen. Erstmal reparieren. Das war mit dem Nummer 5, Moment. Nee. Wo ist der andere? Reparatur war hier. Lampe brauche ich gerade nicht. Nummer 4. Nein, nicht rein. Moment, raus. Faule Socke. Moment. Wie denn nur? 4. So. Und jetzt Feuer. So. Ja, super. Okay. Und wieder rein. Schade, dass man hier nicht von dem Schiff runterhüpfen kann. Das ist zu hoch. Ja, ja, das ist zu hoch. Okay. Und rein. Gut. Zurück zur Basis. Das war die Dingskapsel. Ja. Ich glaube, wir müssen erstmal das Material wegtun, ne? Zum einen. Und zum anderen brauchen wir... wieder die, jetzt die Orientierungspunkte. Ja. Huch, nein, was machst du? Mist, ich bin abgerutscht. Ja, sagt man dann so. Nee, ich bin wirklich abgerutscht. Ja, ja, gib doch zu, du wolltest jetzt einen Fisch fangen. Nein, ich will keine Fische fangen. Wir haben doch welche an unserem Gerät hängen. Nee, das ist weiter. Keiner. Ich hab doch nur geguckt. Da ist was. Neugierig. Oh, hatten wir das schon? Ja, ist doch alles offen. Alles offen, genau. Okay. Oh Mann, ey, ich kann das Ding nicht so richtig gut steuern. Ja, ja. Das wird bei Neckermann gemacht. Nee, bei Korstadt. Noch schlimmer. Oder in der Lotterie gewonnen, ne? Könnte auch sein, ja. Da ist es doch schon. So, ich gehe mal hier rein. So, okay, raus. Und rein.
Firma sieht gerne Raum. Ja. Was wollen wir einstellen? Aber Magnetit? So. Ist gar nicht Magnetit, mehr. Magnetit, ja. Das hat mir ausgeschaltet, das sollst du jetzt nochmal einstellen. Ja. Und jetzt kannst du deine Tasche leer machen und was essen und trinken. Ja, das ist nur eine Position im Moment. So, wir machen auf jeden Fall erstmal. Moment, Titan. Fangen wir mal an. So, Titan haben wir. Gut, Salz. Das war Silikon. Vielleicht sollte ich doch noch mal erstmal zwei Schränke bauen oder so. Das wäre vielleicht gar nicht so ver... Was ist das? Das war Quarz. Silber hatten wir hier mit drin. Da würde ich... Das Ganze auch da reinschmeißen. Ja, dann baue ich mal ein, zwei Schränke für Gold und für Silber, ne? Das wäre gar nicht verkehrt, genau. Ja. Die Schränke waren, glaube ich, nur aus Titan, ne? Ja. Gold, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Genau. Silber kriegt gleich einen neuen Schrank. Dann mache ich mal 1, 2, 3, 4, meine ich immer. 3, 4. Ah, ist einer zu viel. 2, 4, 6. Jo, einen kommen wir gleich wieder zurück. So, die machen wir hier hin. Einmal so. Und. Nee, das war ja mit dem Scannerraum. Mit dem. Nummer 5 ist das, glaube ich. Ja, so. Nee. Nö. Da ist das doch. So, dann können wir ruhig da draufsetzen, würde ich sagen. Jawohl. So, dann haben wir hier noch einen. Na? Geht er nicht? Na gut, müssen wir eine Lücke lassen. Okay, so, das muss reichen. Dann machen wir hier Silber, würde ich sagen. Nee, das ist ja Quarz. Quarz. Und Quarz hatten wir hier vorne. Wo war es denn? Ja. Das packen wir rein. Hä? Ich habe doch zwei. Nee, dann sind das doch keine... Dann sind das immer nur zwei Titan, wie es aussieht. Okay. Ja. Okay. Dann hole ich das jetzt mal raus. Gold. Und Silber. Silber auch extra. Das kann auch. Da haben wir schon einen Schrank. Und den. Nee, von, da, von Dings Silizio haben wir keinen Schrank. Haben wir auch noch nicht, dann könnte ich vielleicht... Ja, dann baue ich dafür jetzt gleich noch ein. Dann haben wir auf jeden Fall die Schränke. 2, 4, das war die 5. Einmal da und noch einen Schrank für Lithium. Ne, Lithium heißt es nur. So. Genau, dann mache ich jetzt hier doch noch einen hin. So. Okay, Titan finden wir ja auch immer. Okay. So. Da ist Silikon drin. Hier mache ich jetzt das Gold rein. Dann schreiben wir das auch gleich drauf. Ups. Ja, Tastatur ist ein bisschen komisch. Gib doch zu, du kannst nicht schreiben, du kannst nur schmutzige Bilder malen. Nee, ich kann sogar 10 Finger blind schreiben. Das habe ich gerade gesehen, ja. Normalerweise musst du ja erstmal die Finger auf die Tastatur haben. So, das war jetzt Silber, ne? Silber. Ja. Okay. Und das Mikro ist so ein bisschen davor, das ist auch doof, aber es geht nicht anders. Wie willst du das Mikro hinstellen? Das ist echt. Kannst du dir auf die Nase kleben. Und dann so nach unten, wie so ein Regentropfen, ne? Genau. Oder Schnodder. Ja. Warte mal, Silber, Gold und Silber haben wir. Was hatten wir denn noch? Das war Lithium. Okay. Dann machen wir hier jetzt das Lithium rein. Lithium. So. Okay.
den lassen wir erstmal offen. Was habe ich jetzt noch? Wir könnten für Nahrungsmittel noch was machen, ne? Wobei ich eher Wasser oder so sagen würde. Nee. Nicht? Diesen Block zum Beispiel, ne? Und das gute Wasser. Und das gute, genau. So. Pass auf, dann schreibe ich da mal Nahrungsmittel drauf. Nahrung. Müsste eigentlich schon reichen, genau. So, dann haben wir doch das schon mal ganz gut sortiert. So, das ist gefiltert. Das nehme ich auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Und dann würde ich auch sagen, wir machen mal wieder Fischli, ne? Fischli. Braten uns mal ein bisschen was, oder? Ja, dazu musst du dir aber erstmal die Fische aus dem Schrank holen. Ja, Moment. Das war hier, ne? Das schreibt da mal gemischt drauf. Gemischt. So. Genau. Hier sind Wasser, hier ist ein Seekoboldei. Wir haben ja keine Fische mehr. Haben wir die hier reingetan? Nö. Keine Ahnung, wo du die reingeräumt hast, aber irgendwo hast du sie reingeräumt. Ach, da, in dem Spind. Oh ja. Zwei müssen reichen, ne? Oder? Ja, nimm mal drei. Ja, doch, das ist ja nur vier. Ja, im Rohzustand. Ja. Wenn sie gekocht haben, sie mehr. Okay. Gut. Erstmal Fische machen. Was haben die denn, wenn wir... Ja, okay. Ist niemals die Fühler. Okay. Kann ich doch gar nicht kontrollieren. Okay, so. Moment, jetzt brauche ich die Escape-Taste. Ich komme da gar nicht anders raus. Okay. Einmal. Ah ja, jetzt haben sie 23. Okay. Noch ein Futter. Ich glaube, wir haben wohl noch Fische draußen hängen. Ich hole, glaube ich, noch mal welche rein, ne? Wasser trinke ich auch noch mal. Nö, tust du nicht. Du bist fast voll. Also zurück. Ich zum Scannerraum. Jalla! Mann, ich wollte doch nur Futter reinholen. Lass es doch draußen, da bleibt es wenigstens frisch. Ja, aber dann kann Neues gefangen werden. Guck mal, jetzt haben wir drei Punkte haben wir jetzt. Die sind auch relativ weit oben, wie es aussieht. Oh, da unten ist ja noch... Oh, guck dir das mal an. Das sieht aber sehr tief aus. Ja, das ist weit unter 150 Meter. Kommst du also mit der Seegleiter nicht hin? Nee, ne? Da können wir die denn noch ausrüsten, den Seegleiter? Ja, klar. Du kannst also das Tiefen-Upgrade reinmachen. Ja, okay. Ich fürchte nur, das ist in Höhlen. Oder? Ja, das kann man gar nicht so sehen. Nee, da müssen wir die Erweiterung machen. Die unten interessieren auch nicht. Guck dir die drei. Wir müssen uns an den drei da orientieren. So. Ja. Ist ja schon gut. Ich rech mich jetzt auch nicht auf. Nein, wo ist denn jetzt schon wieder... Ach, da ist sie. Okay, das heißt rechts oben. Wir müssen also relativ weit hoch. Ja, und dem Canyon folgen. Da so lang, ne? Und dann links vom Canyon. Ja. Okay, das heißt, wir haben hier... Ja gut, da ist eine Unterbrechung. Okay, dann gehe ich mal los. Jo, richtig. So, in diese Richtung jetzt. Licht einschalten. So, da haben wir den Canyon und dem folgst du jetzt. Ja. Da. Nee, mehr so rechts. Wie gesagt, ganz mittig Canyon bleiben. Ich glaube hier so, ne? Nee, mehr jetzt links. Da so? Ja, das kommt dieser hin. Dieser Einschnitt. Ja. Da hinten Licht weiß. Immer weiter geradeaus. Lass dich jetzt nicht orientieren, weil sonst verliere ich nämlich auch die Orientierung. Ja, okay. Und ein bisschen auftauchen. Ups, Eisdecke, ja. Ein paar Ringe.
guck mal ein bisschen mehr weiter nach links. Weil gesagt, das war ja links vom Canyon. Ja. Links vom Canyon. Du bist rechts vom Canyon. Ja, da ist doch was Interessantes. Das ist doch jetzt scheißegal. Wir brauchen das scheiß Magnetit, damit wir uns dann den das Abbrecher holen können. Die nächsten Liter. Meine Güte, das Magnetit war. Oh. Jetzt müssen wir hier mal jetzt ein bisschen gucken. Okay, wir sind ziemlich unter der Oberfläche. Ist hier ein Vulkan? Ist hier ein Vulkan? Nee, da schlägt wieder irgendwas ein. Also hier scheint im Moment sehe ich nichts. Was ist so unten? Außer ein paar schöne Fische. Warte mal, ich guck da nochmal ganz kurz. Aber da war nichts, nee. Okay, ich gehe nochmal ein Stück hier rüber. Hoch, hoch. Oh, das ist aber schwer zu finden. Was haben wir denn hier? Da unten scheint wieder so ein Fisch zu sein, kann das sein? Was ist das? Nee, ist kein Fisch. Das ist auch nichts. Links oder rechts rumdrehen. Ja, ich guck mal gerade. Weiter, hier. weiter drehen. Drehen. So, jetzt ein bisschen in das Canyon da rein wieder. Dann fahren wir mehr oder weniger zurück, ne? Nein, tun wir nicht. Nicht? Du sollst nur in Richtung Canyon. So, jetzt stopp, jetzt drehst du dich links. Ja. Vorwärts. Habe ich irgendwas von drehen gesagt? Du sollst im Canyon folgen. Ich habe gesagt, dass ich mich drehen muss. Was interessiert dich schon? Da sind was vor denn? Dir sind sie, links drehen. Geh mal da in die Höhle rein. Aussteigen. Für das Ding ist für die Seebahn ist die Höhle zu klein. Oh oh. Nix. Oh oh. Schwimm rein. Ganz viele Knubbel. Jo, lass doch Knubbel sein. Die interessieren mich nicht. Warte mal hier, vielleicht. Was haben wir da? Waren wir hier schon? Da waren wir schon, ja, ja. Ja, hier waren wir schon. Okay, ich geh mal wieder raus. Ich lass das jetzt auch unangetastet. Unangetastet. Ich geh da mal rein, ich muss. So. Einmal kurz. So, jetzt mal wieder links gucken. Weiter. Weiter. Stopp. Vorwärts. Jetzt so ein bisschen rechts. Stopp. Vorwärts. Ich glaube, wir sind ziemlich weit oben, auf jeden Fall 15 Meter. Warte mal, hier vielleicht, ne? Da ist nur ein Knubbel. Links drehen. Weiter links. Vorwärts. Was ist das?
Silizium. Quarz. Quarz. Ja. Hier liegt ganz viel rum. Vielleicht, warte mal, da liegt wieder irgendwas auf dem Boden. Seemotte, also Moped. Ja. Grob schätzen. Soll ich trotzdem mal scannen? Ich glaube, ich scanne das mal. Upp, Moment, da ist ja. Dann sammelst du ja wieder Titan ein. Ist uninteressant im Moment erstmal. Ja. Wir konzentrieren uns jetzt auf Magnetit. Magnetit, okay. Magnetit, Magnetit. Wo willst du wieder hin? Zurück. Drehen. So? 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 Ja, in die Richtung. Gut. Das ist, warte mal, was ist das da? Das ist auch nur ein Knubbel, ne? Ne, da liegt wieder irgendwas. Ja, diese Sphäre da. Die Gravitonsphäre, Dings da, die Gravitonfalle, so rum. Ja, ja, die haben wir aber ja schon. Genau. Okay, gut, ich schwimme mal hier rüber. Was ist das? Was sind das, Steine? Bisschen macht mehr nach links. Moment, links. Was sind wir hergekommen? Das sind doch auch nur Steine, ne? Ja. Ja. Oh, ist das doof, dass wir die Richtung nicht genau haben. Weiter nach rechts. Geh mal da links in die Höhle ran. Mal aussteigen hätte ich jetzt nicht brauchen, ne? Ist gut. Oder? Warte, guck mal gerade ein bisschen höher. Also das war nur Licht, okay. Das ist nur... Nee, pack das Ding weg! Warum ist das Ding in die Hand? Oh mein Pony. Nee, ich glaube, hier ist nichts weiter, ne? Okay, ich gehe mal wieder rein. Jupp. Okay. Ja, das war's für diese Folge. Hoffe, es hat Spaß gemacht und lasst doch bitte einen Daumen oben da. Bis zum nächsten Video. Tschüss.